Die Übung Nummer 9 wäre die negative Visualisierung. Wir gewöhnen uns daran und glauben, wir hätten einen Anspruch drauf. Eine sogenannte hedonistische Anmaßung. Es wird uns so zur Gewohnheit, das, was wir haben, das, was zu unserem Sein, unserem Dasein gehört, dass wir gar nicht mehr schätzen können, wieso wir es haben. Vergegenwärtige dir, wie wäre es, wenn es jetzt passiert? Wie würde es ihnen dann gehen? Was würde das mit ihnen machen? Und welche Stärke und welche Demut ist damit verbunden, wenn man sich eingesteht, wie glücklich man sich schätzen darf, wenn das Alter nicht passiert ist? Wenn ich diese negative Visualisierung mir vornehme und merke, oh, das ist aber nicht eingetreten, ich darf mich glücklich schätzen, es geht mir gut, ich bin gesund, den Meinigen geht es gut, in dem Umkreis, wo ich etwas gestalten kann. Das wäre die Übung Nummer 9. Und die Übung Nummer 10, das wird jetzt lustig, weil in dem Anfangstext bin ich übersprungen, habe ich das übersprungen, steht auch drin, dass Pistoa eigentlich näher am Yoga ist, ja, in den philosophischen Lehrsätzen und so weiter, die übermittelt werden, als sie jetzt an der akademischen Philosophie ist. Ich habe das jetzt erst hier schon ein bisschen anklingen lassen. Und die Übung Nummer 10 ist die Training zur physischen Selbstkontrolle, so nennen sie das. Diejenigen, die behaupten, man soll sich stoischen Übungen widmen. Also, auch physische Herausforderungen praktizieren. Man soll Übungen tun, die mit dem eigenen Körpergewicht zu tun haben. Also man soll jetzt nicht ins Fitnesscenter gehen und sich übermäßig herausfordern. Es geht bis in die Praxis, in praktische Anwendungen. Also ob es Yoga, Tai Chi oder sonst was ist. In dem Sinne habe ich Ihnen jetzt 10 stoische Übungen mitgegeben. Jetzt spiele ich Ihnen noch was vor und dann machen wir Pause. Dann hoffe ich auf rege Diskussionen und Widersprüche, bis dann das Slam beginnt. Und ich danke jetzt einmal für das sehr aufmerksame Zuhören.